Ja, ich weiß, eigentlich sollte ich jetzt nicht mehr aufnehmen, aber nachdem ich hier schön weihnachtlich in weihnachtlicher Stimmung bin und mir ein paar Weihnachtslieder angehört habe, ja, sitze ich nun auch schon wieder mit einem kleinen Glühwein und denke mir so, ach, spielt's mal noch eine Runde Crash Bandicoot. Herzlich willkommen zu Crash Bandicoot 2 Let's Play mit mir, Fetzenwolf. Ja, ich habe keine Gedächtnisprobleme. Ich weiß natürlich, dass wir im vierten Warp Room sind, aber im dritten bin ich jetzt, denn ich mache jetzt hier dieses Level, denn ich wurde angeschrieben. Tja, mach diesen schwierigen Abschnitt. Ja, und darum werde ich wohl jetzt versuchen, euch den schwierigen Abschnitt zu zeigen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ja, ist wohl die Art Strafe, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, wieder Sly Raccoon hochzuladen. Naja, egal. Aber von mir aus, wenn ihr das so wollt, wenn ich euch mich beweisen muss, ihr wisst doch, dass ich gut bin. Nee, Quatsch. Ja. Ich hoffe, er war nicht allzu weit weg hier, der Abschnitt. Ich hätte eigentlich auch schon erst aufnehmen sollen, wenn ich da bin. Naja, aber hier sind wir schon. Okay. Gut, dann mache ich ihn. Ja, gut. Übrigens, ich glaube, ich kann auch hier jetzt schon runterfallen von der Plattform. Aber egal. Ja. Hier gibt es, glaube ich, so einen komischen Affen, der Fässer wirft. Ne? Also das soll jetzt keine Anspielung auf anderen Plattformen sein. Gut, hier kann ich noch stehen. So, und da kommt. Ach so, es sind ja keine Fässer, es sind Baumstämme, okay. Achtung, jetzt hier loopt. Nee, ich warte. Ach, ich warte immer noch. So, dann mal los hier. Hallo, Donkey Kong! Oh, Mist. Du hast dich wohl hier im falschen Spiel vermacht. Denn das ist Crash Bandicoot. Unser Maskottchen auf der PlayStation 1. Keiner ist besser auf der PlayStation 1. Als Maskottchen, Kotzkottchen geeignet. So. Oh! Das habe ich ja ganz vergessen. Ullahi! So, wo gehst du denn? Ach, Mist. Sollte ich vielleicht meine Steuerung umschalten? Ne, es geht doch so. Wenn ich mich nicht verdrücke, irgendwie. Gut, läuft ja ganz gut hier. Oh! Oh ja, das war ja Huxfutz hier, ne? Also, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mit so einem Durchgang hier ohne zu sterben durchkomme. Ich dachte, ich brauche länger. Hui! Ja, ja, nur wenn ich jetzt nochmal einen Edelstein sammeln würde für das Level, also alle Kisten, dann müsste ich jetzt, glaube ich, hier nochmal zurück. Aber was soll's. Moment, ich weiß gar nicht, kann ich jetzt hier das Level auch so beenden? Also im Starttaste rausgehen? Ja, ist mir egal. Ich mach's jetzt noch schnell zu Ende. Ja. Komm schon. Boah. Erschreck mich doch nicht so. Denn wir wollen ja auch schließlich jetzt in den vierten Warp Room. Was natürlich auch sehr schön ist, ne? So, das ist auch schon hier das Levelende. Geh ab, du Affe. Ja, ihr seht, da fehlen einige Kisten noch. Also, der Weg zurück. Ich weiß gar nicht. Sterbe ich eigentlich? Wenn ich jetzt. Nee, wenn ich jetzt in den schwierigen Bonuslevel sterbe, müsste ich dann nochmal alles neu machen, um alle Kisten. Naja, egal. Soll nicht mein Problem sein. Ich habe euch gezeigt, dass ich auch mal einen schwierigen Abschnitt spielen kann. Ja, nur zu, wenn ich noch irgendwelche anderen machen soll. Das war der Edelstein hierzu. Okay, wir sind jetzt hier im vierten Warp Room. Ja, und was haben wir denn hier für Levels? Hier so ein ähnliches Level wie eben. Cold Hard Crash. Das ist, glaube ich, nochmal ein Eislevel. Ja, und hier Diginit. Das hatte ich mal in den Emulator-Test. Hanging Out. Ich glaube, das war so ein. Ah, stinkendes unter. Hier so ein Tunnel-Level. Ne, hier. Kanalisation. Ihr wisst schon. Und Behaving, heißt das so? Oder Haunting? Ne, Having. Ach, egal. Ihr seht, da gibt es einen Edelstein.
Aua, ja, was soll ich sagen? Was mache ich denn? Ach, ich versuche hier, weil ich eben in Ruine war, mache ich halt nochmal eins mit Ruine. Ruinengegend. Ja. Und Feuer darf natürlich auch nicht fehlen. Warte mal, hier war doch irgendwie. Oh, hallo. Das ist wohl die fieseste Stelle in Crash Bandicoot 2, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, bis jetzt habe ich ja immer das Spiel gelobt. Was ich sagen wollte, bis jetzt habe ich... Ja, mir war es kalt. Ich musste mich ein bisschen aufwärmen. So, springen, Crash Bandy. Crash Bandy! Nee, ich werde schon wieder unterbrochen hier. Ich wollte eigentlich sagen, bis jetzt habe ich ja immer das Spiel gelobt. Aber natürlich gibt es auch ein paar Makel an dem Spiel. Und die möchte ich jetzt euch... Ja, eigentlich kaum welche. Aber da gibt es so ein kleines Makel, dass man zum Beispiel diese Entfernung manchmal schlecht einschätzen kann. Oh! Das war jetzt eine schwierige Stelle. Ja, das ist so das einzige Makel. Aber, ja. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann geht's eigentlich. So, ich darf nicht vergessen, das ist ja schon wieder ein schwieriges. Affe, du Affe, springe nicht so dumm rum. Oh, der war cool. So hoch bin ich noch nie gesprungen hier in den Let's Play. So. Nun könnte ich auch mal eine Maske vertragen. Und ich weiß gar nicht, gab es schon einen Checkpoint? Oh, die fallen ja runter, die... Dass ich mich da jetzt so wundere, dass die Teile runterfallen. Oh, da oben war eine Maske. Oh, das war eine fiese Stelle. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Achtung! Hallo. Da hat sich wohl jemand vermacht hier mit den Schalter. Scheiße. Ah, leck mich am Arsch. Naja, dann eben nicht. Oh. Na komm, Affe. Hui! Haha. Checkpoint und nicht runterfallen. Okay, hier gibt es also den grünen Edelstein. Ja, ihr kennt es ja, was ihr noch zu tun habt. Ich gehe einfach mal weiter. In meinen Tod hinein. Danke! Moment mal, da trinke ich erstmal ein Schlückchen Glühwein. Ja. Ihr dürft das noch nicht, ihr seid noch Kinder. Zum größten Teil, denke ich mal. Nee, Quatsch. Zu Weihnachten darf es auch mal ein Glühweinchen sein, in Maßen. Nicht in Massen, nicht so wie in der Badewanne, immer rein, in Maßen, ne? So wie ich das mache. Ich trinke nochmal einen Schluck. So, Achtung, jetzt geht's weiter. Halt, ja, immer schön warten, warten, warten. Und meine Maske ist schon wieder weg. Das ist doof, wenn man halt einen Abgrund fällt, dann war's das mit den Masken. Da könnt ihr zwei oder drei haben. Das nützt uns sehr. Das nützt euch sehr wenig, so. Um diesen Satz mal mit deutscher Sprache auszudrücken, ne? Oh, schön, das mache ich gerne. Hallo. Hier ist ein Fenster. Ne, jetzt ist es weg. Hui! Achtung, hui! Nee. Hui, nur mach doch deinen Tauschsprung. Hä? Bin ich jetzt doof? Oder habe ich es schon wieder ruiniert? Ach Mist, ich hab... Ach komm. Ui, naja. Nicht schlimm. Denn ich kann ja nicht im Bonus-Level sterben. Höchstens runterfallen. Explodieren. Aber, naja. Nee, mache ich das auch richtig hier? Moment mal. Fenster weg. Okay. Genau, das ist nämlich hier... Geil. Ich wusste gar nicht, dass man jetzt hier einen Fehler machen kann. Das ist mir auch neu gewesen jetzt. So. Pft, hallo! Ich muss schon sagen, du Spiel. Heute willst du mich wieder fertig machen. Und wahrscheinlich drücke ich einfach nur die falschen Knöpfe. So. Mal das Ganze alles hier. Ah, hallo! Ui! Oh, was? Hallo! Oh, Mann! Okay, jetzt reicht's aber jetzt hier, ne? Ja.
blödes Bonuslevel. Also wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann gehe ich einfach weiter. Nicht, dass ich hier noch ein paar blutige Daumen kriege. Daumen nach unten meine ich. Ach Mist. Oh. Oh, leck mich jetzt. Ach nee, komm. Also so leicht kann ich auch nicht aufgeben. Ach, ich weiß auch nicht, was ich will. Komm, das ist lächerlich, wenn ich das jetzt hier nicht mache. Und schaffe. Habe ich schon gesagt, dass ich einen tollen Controller habe, der manchmal nicht auf mich hört? Nee, es ist wirklich so. Also, da brauche ich nicht irgendwie Peter Pan zu sein. Nee, was habe ich jetzt mit Peter Pan zu tun? Nee, der Original auf der PlayStation, da spitzt sich das besser. Sensibler, wie ich es ja schon tausendmal erwähnt habe. So. Weg hier. Hui, blups. Ja, hier kann man schon ein bisschen mehr überlegen. Sprung. Oh, ich bleibe einfach hier oben stehen. Ist nicht schlimm. Oh, ich springe nochmal zu vorsichtshalber. Nicht, dass das Spiel mich wieder reinlegen will. Juhu. Hui. Es macht mir wieder richtig Freude, mal Crash Bandicoot 2 zu spielen. Also das letzte Mal habe ich es im... Oh, hier ist eine ganz tolle Stelle. 1, 2, 3, 4. Damit war's das wohl. Wieder mal, ne? Scheiß Bonuslevel. Ich gehe einfach mal weiter. Oh, cool. Nee, was wollte ich? Ach nee. Verdammt. Na, los. So, Feuer, Feuer, Feuer. Macht Feuer, ja. Ich bedanke mich. So, eine Maske. Juhu. Nee, das letzte Mal habe ich es im Mai gespielt. Also, ist auch schon wieder eine Weile her. Na gut, manchmal spielt man ein Spiel jahrelang nicht. Aber diese Moves habe ich noch drauf. Das bleibt für immer. Hui. Also ich rede jetzt von den Moves natürlich so, wie sie sein sollten. Nicht hier diese Fails. Oh. Ja, das war ein absoluter Fail, wenn ich mal so sagen darf. Weil es wohl auch schnell gehen sollte. Ne? Oh. Ups. Oh, der war gerade so. Ach komm. Na gut, ich habe ja sowieso nicht alle Kisten. Wie bereits schon erwähnt, ich versuche es, so wie ich es schaffe, vielleicht beim ersten Durchgang alle Kisten zu sammeln. Wenn nicht, dann ist das für mich nicht so wichtig. Also. So, jetzt muss ich springen. Ja, und Achtung hier. Ne? Hier ist das wieder mit den... Ja, mit den... Na. Geht wieder los. Und ich habe schon wieder keine Zuschauer. Ah, du blöder Crash Bandicoot. Du versuchst auch mich zu quälen, Mann. Oder liegt das schon wieder an die Uhrzeit? Ach, mir. Da warst du weg. Tja, TNT-Kisten sind gefährlich, ne? Und darum sollte man Abstand nehmen. Ja, warum regnet's hier, Mann? Crash Bandicoot, wo hast du deinen Schirm? Ach komm, ich mach jetzt hier mal die analoge Steuerung aus. Und versuch das Ganze, ja, auf die frühere Steuerung, so wie es im ersten Teil war. Da konnte man nämlich noch nicht analog steuern. Zumindest nicht auf den originalen PlayStation 1 Spiel. Ach, das war doch auch scheiße hier. So, naja, komm. Jetzt wieder normal. Soll ich oder soll ich nicht? Nee, Moment mal. Ich hole mir erstmal hier den Checkpoint. Ich habe keine Lust wieder hier. So. Warum rutsche ich denn hier eigentlich? Seht ihr, was ich meine? Hullali. Hullaho. Weg hier ist meine Plattform. So. Hä? Ja, kann man schlecht einschätzen. Ja, danke. Ja, danke. Oh.
Ich habe hier ein Déjà-vu. Ja, dann versuchen wir mal hier das Kästchen einzusammeln. Ach, vergesst es! Halt! Akku, Akku, was machst du denn hier im Regen? Du liebst wohl Regen. Sonst ist ja immer eine Box. Oh, das war knapp. Hallo Donkey, King Kong. Ja, es hat sich ja richtig gelohnt, jede Kiste einzusammeln. Jede beschissene, x-beliebige Kiste. Was soll's? Ich mache hier erstmal einen kurzen... Warum sage ich eigentlich immer kurzen? Ein Schnitt ist immer kurz, oder? Glaubt ihr mir nicht? Dann seht ihr hier, wie es aussieht.